Jetzt wollen wir, was wir vorher gesagt haben, der Winkel hier gerade machen. 先ほどもディスカッションしたこと、私が申し上げたことで、今度はここの角度をまっすぐに。Jetzt ist der Winkel so, ha? 今はこういうふうに曲がってますね。こういうふうに直します。訂正します。Okay. Also wieder gut halten. Etwas nicht halten, sondern immer etwas stoßen. ちょっとこうプレスします。 Weshalb? Wenn man nur hält und mit der Zange hier, wenn man nur hält und mit der Zange hier, kann so ziehen, also immer stoßen, sonst geht was kaputt. Also jetzt einfach, jetzt machen wir das einfach mit einer Bewegung so langsam feilen, bis er schön gerade wird. Wenn Sie nicht sicher sind, dann schauen Sie so darüber, bis der Winkel sehr schön gerade ist. Wissen Sie so, hier. Ja. Wo sieht man den Winkel? Wissen Sie, das ist jetzt ein Winkel und kann ich mit dem mit einem Auge sehen. Wenn man keine Übung hat. Und jetzt, wenn wir den Hammerkopf noch etwas zuspitzen wollen, können wir auch tun. Ne? Also machen wir das so. Warum muss man so spitzen? Wenn es etwas eng wird, hat man mehr Platz und man nimmt etwas Gewicht weg. Und jetzt habe ich eine spezielle Feile. Ja, jetzt habe ich eine spezielle Feile. Die Rillen gehen in diese Richtung. Jetzt kann man hier wieder schöne Rillen hineinmachen. Also am Anfang nur leicht, dass sich die Rillen langsam machen und nachher kann man festdrücken. Also so, und jetzt langsam abdrehen und so machen. Und jetzt haben wir ganz schön. Wenn Sie ein zweites Mal ansetzen, dann suchen Sie zuerst die Rillen. Jetzt, ich bin immer der Ansicht, erstens mit dem Machen lernen kann, nicht mit dem Zusehen.